ist ja der Wahnsinn, wie lange du gebraucht hast. Es geht. Die haben die falsche Schraube bestellt. Kannst du es glauben, mein Pech? Ja. Ich habe denen genau gesagt, welche Schraube. Es gibt so zwei Schrauben, da zeigt es mir auf dem Bild, welche Schraube. Ich so, ja, genau die. Bestellt eine andere. Sowas möchte ich fahren. Ich kenne die nicht. Hä? Was war das für eine Maschine? Aprilia Tuono. Ach so, hab ich gar nicht gehört. Rucksack besser als Rückenprotektor. Ja. Wo ist deine Kamera? Willst nicht Fame werden? Meine ist leer. Stimmt. So ein Scheiß. Echt? Ja. Ah, das kenne ich immer, wenn man fahren will, ist die leer. Ja. Du weißt, ich habe sie ein bisschen länger liegen lassen. Ja. Das ist so zwei Tage. Ja. Auf einmal ist sie gleich leer. Ja. So ein Scheiß. Stand by. Ja. Egal. Ach, dieser herrliche Zweitaktduft. Ich habe heute bereits 70 Kilometer am Stück gefahren, also beziehungsweise was heißt am Stück, mit kurzen Pausen auf ihn wartend und so. Aber es geht echt gut mit der Honda, die hat echt einen bequemen Sitz. Heute ist hier André, der vorausfährt. Und er war derjenige, der beim Crash-Video bei mir vorausgefahren ist und er hat sich die Schuld gegeben, wobei er gar nicht schuld war, dass er so schnell vorausgefahren ist. Er hätte es ja gar nicht wissen können mit dem Reifen, es war meine Schuld überhaupt, einen Meter noch mit einem abgefahrenen Reifen gefahren zu sein, mit einem abgefahrenen Touren-Sportreifen, Conti-Twist, noch was, keine Ahnung. Scheint so, als würde er jetzt extrem langsam machen, weil er Schiss hat, dass es mich nochmal legt. Ja, mal schauen, es legt sich bestimmt nach so 10, 15 Kilometer wird es dann zügiger. Ich wollte euch, somit bin ich eingestiegen ins neue Motovlog-Thema, Wichtigkeit der Reifen. Und ich kann euch sagen, Reifen sind enorm wichtig. Wenn ihr euch keine gescheiten Reifen leisten könnt, dann lasst es sofort sein, weil gescheite Reifen sind relativ weich und sind hoch entwickelt, wie zum Beispiel der Michelin Pilot Power 3. Dann gibt es noch den Bridgestone S21, S20 Evo. Dann gibt es noch den Pirelli Diablo Rosso und verschiedene Reifen einfach. Die sind halt weicher von der Gummimischung, in der Mitte härter, dass sie länger eine längere Lebensdauer haben und außen halt weicher und die gewährleisten einen richtig guten Grip und jegliche Reserven. Jeder, der halt so Touren-Sportreifen fährt, kann halt nicht erwarten, dass er über 40 Grad Schräglage fahren kann, ohne halt immer wieder ins Rutschen zu kommen, wenn der Reifen beansprucht wird. Und da sind die halt komplett unterschiedlich vom Rutschen und ich kann euch nur sagen, mich hat es richtig fett auf die Schnauze gehauen wegen dem Reifen und es ist ein extrem schlimmes Gefühl. Die wenigsten Motorradfahrer, die noch nie einen schlechten Reifen gefahren sind, wissen gar nicht, was bedeutet, dass der Reifen stempelt in der Kurve. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, geht zu eurem Motorradhändler oder wie auch immer und lasst euch einfach die besten Reifen aufziehen. Geld sparen könnt ihr mit eurer Fahrweise. Also je weniger ihr in den Kurven ans Gas rangeht, desto besser ist es. Da seht ihr, er lädt sich wieder rein. Bei mir hat auch gerade fast die Raste geschliffen. Also man kann gut querfahren, wenn die Reifen warm sind. Aber es müssen auch richtig gute Reifen sein. So, ich bin die gleichen Kurven bei gleichen Bedingungen mit meinem letzten Reifen gefahren und da hat er abnormal gerutscht und angefangen sogar zu stempeln. Zu stempeln fängt er an, wenn man Richtungswechsel hat, von einer Rechts- auf einer Linkskurve. Und es ist tödlich für Anfänger. Die wenigsten wissen, wie tödlich schlechte Reifen sind. Und ich meine es ernst, ich möchte euch wirklich nicht schlecht reden, aber die meisten Anfängerbikes, wie die, alles bis hin zu 600 Turn, was keine Supersportler ist, und bis zu 80 PS hat, kommt in der Regel mit Solala-Reifen. Ne? Die halt nicht wirklich was taugen und da kann ich euch nur sagen,
fahrt langsam, fahrt die ersten 7000 Kilometer die Reifen runter, fahrt langsam, aber übertreibt es nicht, versucht es nicht auf die Reifen, auf die Raster, also die Maschine, halt Rasten zu schleifen mit der Maschine, sondern macht einfach, sorry, ich bin gerade komplett durcheinander, weil ich kaum was getrunken habe und schon länger unterwegs bin. Versucht einfach die ersten Ausstatterreifen, falls ihr euch eine neue Maschine kauft, abzufahren und dann passt es. So, zu den gesetzlichen Bestimmungen bei Reifen, bei allen Motorrädern über 125 Kubik und mehr als 15 PS, die nicht mehr als Leichtkraftrad definiert werden, gilt die gleiche Profil-Mindesttiefe wie bei Autos von 1,6 mm. Und ich rate euch dringend, sie nicht zu unterschreiten, weil sobald das Profil abnimmt, ihr könnt euch das Profil der Reifen wie meine Finger vorstellen. Je kleiner die Finger werden, desto weniger können sie sich mit dem Asphalt verzahnen und desto weniger Grip haben sie. Und ist unter 1,6 mm nimmt der Grip halt überproportional ab. Und das gleiche gilt für Leichtkrafträder, nur ist da die gesetzliche Bestimmung 1 mm. Und alles diese Werte gelten für 3/4 der Lauffläche eines Reifens. Und ihr werdet in der Probezeit habt ihr das Problem, dass es ein B-Verstoß ist. Und 2 B-Verstoße und eure Probezeit ist verlängert. Und da kann ich euch nur sagen, ihr kriegt dann Punkt und es nervt. Und ja, 60 Euro Strafe. Und falls zum Unfall kommt, redet sich die Versicherung raus, bla bla. Erlischen der Betriebserlaubnis. Dann kann ich euch nur sagen, passt halt ein bisschen auf. Weil es ist wirklich scheiße, wenn ihr in Unfall verwickelt werdet mit einem Reifen, der nicht in Ordnung ist. Das gleiche gilt für Bremsen. Ist so ziemlich der häufigste Grund bei Motorradfahrern, abgefahrene Reifen. Ja, sie sind teuer. Ein Satz Motorradreifen kostet zwischen 200 und 300 Euro, so vorne und hinten. Wobei der Hinterreifen in der Regel kürzer hält als der Vorderreifen und die halten in der Regel bei normaler bis sportlicher Fahrweise 6.000 bis 8.000 Kilometer. Ich nehme jetzt die Supersportfahrer außen vor, die wie irre in den Kurven als Gas gehen, da hält der Reifen halt nur 3.000 bis 4.000 Kilometer. Ich rede jetzt von einem sportlicheren Reifen. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal sagen, auch bei Supermodus ist es extrem wichtig, kauft euch gescheite Reifen, weil ist eure Lebensversicherung. Rutscht ihr weg, trefft einen Pfosten oder so, habt ihr nicht mehr viel von, dass ihr eure Reifen nicht gut ausgewählt habt. Und ja, ich wollte euch bloß sagen, fahrt sicher, fahrt vorsichtig, übernehmt euch nicht. Lernt Kurvenfahren gescheit. Falls ihr schon alles könnt, könnt ihr mir gerne Tipps geben, was ich dann noch verbessern kann in meinen Videos. Und danke, über Facebook hat mich wer angeschrieben. Ein erfahrener Motorradfahrer, der mit seiner S1000R über die Rennstrecke fährt und mir gesagt hat, dass man nie zwei verschiedene Reifentypen mischt, also vorne einen anderen Reifen als hinten drauf. Und da kann ich auch nur sagen, danke für den Hinweis. Ich wusste, ich habe es trotzdem gemacht, es war naiv. Und Leute, macht nicht denselben Fehler. Danke fürs Schauen, bis zum nächsten Mal.